Guten Tag, liebe Freunde von Stoner Auto Brokers International. Hier ein Classic Car, eine 66er Chevy Corvette C2 Roadster. Das Fahrzeug kommt in Rally Red und schwarzem Interieur und schwarzem Dach. Das ist eine sehr stimmige Big Block Corvette. Das Fahrzeug ist für einen deutschen Individualkäufer. Kommt sehr gut optioniert. Ist Matching Numbers. Und ist auch, war auch zum Verkauf vom Privat in Maryland. Ein rundum gutes Paket, wie man sehen kann. Hier haben wir die Lockerwheels und die Slidepipes. Und der Sound spricht eh für sich. Sehr guter Lack, sehr guter Chrom. Das Fahrzeug wurde vor dem Erwerb unabhängig erfolgreich inspiziert in Maryland. Das machen unsere Käufer eigentlich immer so. Und wir vermitteln das Ganze vor dem Kauf. Wie gesagt, der Klang ist wirklich gut. Das Ganze ist ja ein Big Block. Das heißt 427. Und sieht überzeugend aus. Das Fahrzeug hat 390 PS. Schauen wir uns mal das Innere an. Der Verkäufer hat noch ein paar extra Hefte dazugelegt und auch die letzten Servicebelege. Der Vorbesitzer war sehr stolz auf das Auto. Handschalter, Radio ist drin, die Uhr funktioniert. Die Laufleistung ist jetzt nicht nachvollziehbar, das ist üblich bei den Autos. Wir haben vorne die Schlafaugen. Die macht man dann hier an. Handbremse muss mal nachgearbeitet werden. Aber es ist ein sehr originales Fahrzeug. Und Matching Numbers. Toller Lack. Hier der Motor nochmal. Turbojet. Der läuft, der springt an, der zieht gut. Das ist ein tolles Auto. Hier die Schlafaugen, die lassen sich dann wieder elektrisch schließen. Auch hier sieht der Chrom sehr gut aus. Wirklich schöne Corvette. Somit wünschen wir das Team von Schone Auto Brokers Ihnen, lieber Kunde in Deutschland, allzeit gute Fahrt und viel Vergnügen mit Ihrer 1966er Chevy Corvette C2 Roadster in Rally Red und schwarzem Interieur. Big Block Handschalter. Da wir uns hier schon mal unseren deutschen Speditionspartner befinden, bewegen das Fahrzeug gut zur Verladerampe, wo das Fahrzeug dann sehr zeitnah professionell in einen dieser Container verpackt wird. Und dann geht das Fahrzeug auf eine Reise nach Bremerhaven zum deutschen Zoll. 7% Einwohnersteuer als Oldtimer macht es dann etwas erträglicher. Vielen Dank und auf Wiederhören.